In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der Mediathek des IQSH eine interaktive Übung für Ihre Lerngruppe erstellen können, die dazu auffordert, Begriffe, Wortarten oder Ähnliches in einem Text oder einer Aufzählung zu markieren. Wenn Sie sich in der Mediathek angemeldet haben, klicken Sie auf Eigene Inhalte und wählen im Dropdown-Menü Interaktion H5P aus. Der Aufgabentyp, den wir brauchen, heißt Mark the Words. Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Eingabemaske. Bei Titel können Sie eine Überschrift für Ihre Aufgabe eintragen. In der Aufgabenbeschreibung erklären Sie Ihrer Lerngruppe, was für Sie zu tun ist. Die Hinweise in der gelben Informationsbox leiten Sie nun dazu an, Ihre Aufgabe zu erstellen. Vor und hinter die Wörter, die in Ihrem Text oder Ihrer Aufzählung markiert werden sollen, muss jeweils das Sternchensymbol gesetzt werden. Nur so kann die Markierung dieser Wörter später als richtig gewertet werden. Wenn Sie möchten, können Sie den Text oder die Aufzählung schon vorab entsprechend vorbereiten, sodass Sie die Inhalte nur noch in das Textfeld einkopieren müssen, wie in unserem Beispiel. Später gibt es für jedes richtig markierte Wort einen Punkt zu erreichen. Bei Aufgaben mit vielen möglichen Punkten kann es sinnvoll sein, für bestimmte Punktbereiche Rückmeldungen einzutragen, die den einzelnen Schülerinnen und Schülern nach Abschluss der Aufgabe angezeigt werden. Indem Sie nun auf Neu anlegen klicken, wird Ihre Aufgabe unter Ihren eigenen Inhalten abgespeichert. Sie können Ihre Aufgabe nun ansehen und natürlich ausprobieren. Selbstverständlich sind auch Änderungen noch möglich, die Sie mit einem Klick auf Speichern festhalten können. Wenn Sie die Aufgabe nun Ihrer Lerngruppe zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie einfach auf das Medienlistensymbol und fügen Sie sie entweder einer schon bestehenden Medienliste hinzu oder Sie legen eine neue Liste an und klicken auf das Plus, um die Aufgabe dort abzulegen. Danach müssen Sie nur noch die Schülerzugänge generieren und sie mit der Medienliste verknüpfen. Übrigens, wenn Sie Ihrer Lerngruppe mehr als nur eine Mark the Words-Aufgabe zur Verfügung stellen möchten, gehen Sie einfach auf Interaktion H5P und wählen den Aufgabentyp Quiz aus. Hiermit können Sie so viele Mark the Words-Aufgaben, wie Sie möchten, in einem einzigen Quiz zusammenfassen und je nach Wunsch sogar noch verschiedene andere Aufgabentypen hinzufügen, sodass ein abwechslungsreiches interaktives Quiz entsteht. Wenn Sie Mark the Words in ein Video einbinden möchten, ist auch das mit dem Aufgabentyp Interactive Video möglich.